Und damit wieder herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Mitze Dick. Wir sind ja dabei stehen geblieben und damit stehen geblieben, dass wir Maggie aus den Fängen von diesem sehr merkwürdigen Wesen befreit haben und mit einem außerirdischen Lebewesen geredet haben, was uns ein wenig weiterhelfen konnte. Jetzt weiß ich noch nicht genau, was wir mit Robbins machen sollen. Wir waren ja auf der Karteninsel. Ich glaube, das hat irgendwas mit dieser Tafel auf sich, aber ich weiß nicht genau, was. Was mir jetzt dann noch vorschwebt, ist vielleicht mal an diesen Strand zu gehen und zu schauen, ob man da irgendwas machen kann. Denn der Strand hatte ja jetzt keine eindeutige, ja, da war ja jetzt nicht wirklich irgendwas zu machen. Also ich meine, diesen Strand hier vorne waren die Wasserfälle, hier ist der Strand. Und ja gut, hat sich scheinbar nichts geändert. Robbins! Und ich nehme an, dass wenn ich sie nach der Platte frage, schon in Ordnung. Nichts geändert hat zu der letzten Aussage, wo sie meinte, dass es eine ziemlich vage Sache ist. Ja gut, ich werde jetzt ein bisschen, leider habe ich gerade echt keine Ahnung, wo ich hingehen sollte. Ich werde jetzt ein bisschen rumstolpern. Ich würde sagen, ich werde einen Cut machen, wenn ich irgendwas gefunden habe, und dann werdet ihr darüber oder davon das direkt sehen. In dem Sinne, bis gleich. So, wie ich gesagt habe, der Cut, und ich habe scheinbar was gefunden. Und zwar, was man echt bei diesen 2D-Sprites schwer erkennen konnte oder als Eingang sehen konnte. Hier hinten ist eine Öffnung. Die Bahn, die Höhle, wir sind immer noch auf der Museumsinsel. Hinten ist eine Öffnung. Und da war ich noch nicht und das geht scheinbar weiter. Wir gehen einfach mal hin und mal schauen, was uns erwartet. Überraschung. Okay, Wasser und etwas Grünleuchtendes. Na dann. Es flimmert. Ein Licht, das völlig unwirklich wirkt. Als wäre es nur am Rande der Existenz. Es erinnert mich an etwas. Etwas, das ich schon gesehen habe. Oi. Vielleicht habe ich es auch gelesen. Vielleicht hast du es auch gelesen? Es flimmert? Kannst du damit irgendwas machen? Ich meine, ein prähistorischer Fernseher, dem die Antenne fehlt? Du hast es vielleicht gesehen oder gelesen. Moment. Robbins? Schauen Sie sich diese Inschrift mal an, Maggie. Steht da irgendetwas, das uns helfen könnte? Auf welche Entfernung hat ihr das gerade gegeben? Na gut. Es war mir bisher nicht klar. Aber jetzt verstehe ich. Boston, es beschreibt dieses seltsame Feld von Fastlicht. Was bedeutet das? Das sind einige Anweisungen. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Ich drehe einfach dieses... Ui. Was ist da passiert? Ich sehe nichts. Okay. Es ist alles so einfach, wenn man das Handbuch liest. Wenn wir es nicht besser wüssten, könnten wir glauben, die Insel wäre schon immer da gewesen. So, okay, wir haben eine Insel. Was gibt's denn auf dieser Insel? Nicht das Wallrad. Zu einfach, hab mich bloß eine halbe Stunde sinnlos rumrennen. Diese Insel ist aus einer anderen Dimension zurückgeholt worden. Woher willst du... Was? Aus einer anderen Dimension? Ja, und jetzt? Gute Arbeit, die Platte zu entschlüsseln, Maggie. Öffnung. Danke. Wir sind ein ziemlich gutes Team. Ach, da das heißt runter. Aber nicht, dass ich noch einmal auf einem fremden Planeten ausgesetzt werden will, ist klar. Hui. Was gab es so Wichtiges, dass Sie uns exakte Instruktionen, hierher zu kommen, überliefert haben? Vielleicht die Metallplatte dort drüben. Oh. Ist das die letzte? Das... Cool. Das ist scheinbar die letzte Metallplatte, die wir brauchen. Und damit haben wir ja scheinbar einen Ausweg.
Das ist die vierte. Gut mitgezählt. Wenn das so funktioniert wie auf Attila, sollten die vier in die dreieckige Form passen. Gut aufgepasst. Ja, aber das ist noch keine Garantie dafür, dass wir dann überall hingebracht werden, wo wir hinwollen. Auch richtig. Sie haben wirklich die aufbauendsten Gedanken, Miss Robbins. Wenn das Monster Sie entführt hätte und Sie dann beinahe ertrunken wären, wären Sie auch pessimistisch. Wohl wahr. Aber Sie haben es doch überlebt, nicht wahr? Und Ihre Frisur sieht wieder toll aus. Sie wissen wirklich, wie man einer Frau Komplimente macht. Wir sollten Brink wiederfinden. Für den Fall, dass die Platten ihren Job erledigen. Als ich ihn letztes Mal gesehen habe, hat er gedroht, mich umzubringen. Vielleicht wäre es sicherer, ihn hier zu lassen und später eine Expedition herzuschicken, die ihn holt. Eine bewaffnete Expedition. Es gibt keine Garantie, dass wir je wieder zurückkommen. So viel wir wissen, ist das nur eine einfache Fahrt. Sie haben recht. Wir können ihn nicht hier lassen. Ja. Er macht mir Angst, Boston. Mehr als das Monster. Sie haben bloß beide Hunger auf irgendetwas. Aber Brink ist klüger, gefährlicher. Wir sind auch nicht dumm. Gehen wir. Naja, aber Brink ist ein, naja, ein wahnsinniges Genie, sagen wir es so, durch diese komischen Kristalle. So, Brink war ja auf der Gruftinsel. Oi. Das war ganz schön heftig. Was war das denn? Commander Low, können Sie mich hören? Brink, wo stecken Sie? Wir haben die letzte Metallplatte und... Hören Sie, Commander! Ich bin gefangen! Ich brauche Hilfe! Wo sind Sie? In der Nähe von einer dieser Lichtbrücken. Da ist diese geschwungene Brücke über einem Wasserfall und eine Höhle im Felsen. Sie müssen schon da gewesen sein. Sie schalten doch überall diese Lichtbrücken ein, oder? Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir sind unterwegs. Wahrscheinlich. Bleiben Sie, wo Sie sind? Sehr witzig! Mensch, hat das Erdbeben gerade etwa ihn erwischt? Das müsste ja eigentlich die Gruft sein. Bei der Gruft war er ja unterwegs. Und hat darum gewerkelt. War er nicht hier? Scheinbar nicht. Was ist er denn? Ich hätte jetzt gedacht, dass er hier ist. Moment. Wo sind Sie? In der Nähe von einer dieser Lichtbrücken. Da ist diese geschwungene Brücke über einem Wasserfall und eine Höhle im Felsen. Wasserfall, Höhle im Felsen. Moment. Karteninsel? Nein, nee, nee, eine dieser... Was jetzt? Robbins! War, ich will nicht mit Robbins reden. Schon in Ordnung. Wir müssen gerade Brink finden. Wasserfall hier. Das muss es doch sein. Oh! Sie haben sich nur die Hand eingeklemmt? Ich dachte, Sie wären in echten Schwierigkeiten, Brink. Wann wären es denn echte Schwierigkeiten, Commander? Wenn es Ihre Hand wäre? Ich stecke meine Hände nicht in Felsspalten. Ich wollte einen Lebenskristall rausholen. Und dann hat sich der Felsen verschoben. Der Felsen drückt mir den Arm ab. Meine Hand wird nicht mehr durchblutet. Sie können mich nicht herausziehen, Commander. Lassen Sie mich hier nicht sterben. Und wenn Sie mir die Hand absägen müssen... Oh je. Machen Sie doch kein Theater, Brink. Niemand wird Ihnen die Hand absägen. Versprechen Sie nichts, was Sie vielleicht nicht halten können, Maggie. Oh je. Ist das Ihr Ernst? Er hat sich nur die Hand eingeklemmt. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, ob er sich mit dem abgestorbenen Gewebe selbst vergiftet, bevor er verhungert und verdurstet ist. Sie würden sie absägen? Natürlich. Das Militär trichtert einem ein, Notwendigkeiten zu erkennen und entsprechend zu handeln. Es wäre einfacher, wenn ich etwas zum Sägen hätte. Wir haben noch die Zähne. Dann kauen Sie ihn ab! Das würde ich ja, Brink. Aber menschliche Zähne können Knochen nicht durchbeißen.
Nach allem, was uns passiert ist, könnte dies hier das Allerschlimmste sein. Aha, sag das nicht. Tun Sie etwas, Commander! Tun Sie es jetzt! Ja, Brink, wie wär's denn mit der Schaufel? Ich glaube nicht, dass es damit funktioniert. Das wäre auf jeden Fall eine sehr stumpfe Methode. Wie wär's mit dem Kieferknochen? Eieiei. Sie wollen seinen Arm mit einem Kieferknochen absägen? Die Zähne sind messerscharf. Wie wär's mit einer Narkose? Tun Sie es, Commander! Ei. Dann machen Sie sich bereit, Brink. Ich glaube, dafür kann man nicht bereit sein. Wie konnten Sie solche Schmerzen aushalten, ohne ohnmächtig zu werden? Alles in Ordnung. Ich brauche nur noch mehr Kristalle. Oh, kommen Sie mit mir zu der Nische im Nexus. Wir haben alle Metallplatten. Wir glauben, die bringen uns nach Hause. Sie wissen nicht, wo Sie uns hinbringen. Ich suche lieber weiter nach den Kristallen. Was, wenn Sie uns doch nach Hause bringen, Brink? Was, wenn wir nicht wiederkommen können, um sie zu holen? Wollen Sie für immer hier bleiben? Was passiert dann mit den Kristallen und Ihrer Forschung? Ich verstehe, was Sie meinen. Ich komme mit, um die Platten auszuprobieren. Aber wenn uns das nicht nach Hause bringt, dann lassen Sie mich ab sofort in Ruhe. Alles klar? Einverstanden? Sind wir im Geschäft? Einverstanden. Okay, okay. Oh, er hat aber auf einmal ganz schön Farbe verloren. Oh. Sieht ein bisschen wie ein wandelnder Zombie aus. Na gut. Bin ich immer gespannt, was uns das jetzt bringt hier. Wo sind die anderen Platten denn? Die habe ich da schon alle rein... Was? Nein. Ich suche nach Dingen, die uns helfen können, nach Hause zu kommen. Was willst denn du gerade? Eine der Metallplatten. Eine der Metallplatten. Achso, die sind schon drin. Das habe ich gerade nicht erkannt. So, da haben wir die letzte. Das sollte reichen. Wofür reichen? Was ist passiert? Gar nichts ist passiert. Es war ja eigentlich vorausschaubar, dass die letzte Tür... Nicht exakt gar nichts, Brink. Genau, Flugscheißer. Es ist eine Tür. Glauben Sie, die Erde ist auf der anderen Seite? Ich glaube, auf der anderen Seite ist gar nichts. Was haben Sie erwartet? Die Tür hat sich geöffnet. Lassen Sie uns nachsehen, was dahinter ist. Wir hatten eine Abmachung. Ich bin mitgekommen, diese Platten haben uns nicht nach Hause gebracht und jetzt werden Sie mich in Ruhe lassen. Sie haben mir Ihr Wort gegeben. Ich erwarte, dass Sie es halten. Mann, Brink. Er ist definitiv geisteskrank. Ist das Ihre Meinung als Journalist? Nein, meine Meinung als geistig gesunder Mensch. Tja, tschüss, Brink. So, das geht jetzt scheinbar zu den letzten Insel, die uns noch fehlt. Guck ich mal an. Also haben wir eigentlich haben wir ja Brink gerade umsonst geholfen. Wir haben ihm aus seinem Schlamassel da rausgeholfen. Er kommt her, meckert rum und geht wieder zurück und ihm fehlt halt ein Arm. Oder eine Hand. Was so wirklich was gebracht hat, ist jetzt nicht. Aber gut. Brink, du bist ein ganz schönes Arschloch, wir haben mir trotzdem geholfen. Und du hast uns trotzdem. War gut. Gespannt. Wahrscheinlich eine weitere Lichtbrücke, nehme ich mal an. Wird uns